Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tischtennis-Trainingsvideo auf meinem Kanal Petoli Tischtennis. Ja, erstmal an alle ein frohes neues Jahr. Ich wünsche euch natürlich viel Erfolg in diesem Jahr. Schau mal, was uns das ganze Jahr bringt. Und ja, heute habe ich mir überlegt, ich zeige euch einfach mal ein paar Ausschnitte jetzt hier direkt vom Freitagstraining bei mir, wenn man es so sagen will. Ich habe ja den ganzen Dezember über eine wirklich sehr lange Pause gemacht, über einen Monat, um einfach mal ein wenig abzuschalten und den Kopf ein bisschen freizukriegen vom Tischtennis. Und letzte Woche hatte ich eine sehr stressige Woche, in der ich es trotzdem zum Glück geschafft habe, wenigstens dreimal am Abend ein wenig zu trainieren, beziehungsweise wieder leicht reinzukommen. Und ich muss sagen, ich spüre jetzt eigentlich nicht, dass ich absolut schlechter geworden bin oder dass ich irgendwo Mängel habe. Es ist eigentlich von der Stärke alles so ungefähr geblieben, wie vor der Phase, wo ich Pause gemacht habe, nur dass ich jetzt wieder etwas motivierter war und eigentlich auch bin und wieder ein bisschen mehr Bock habe, auch mehr zu trainieren, härter zu trainieren. Und den ganzen Dezember über habe ich ja viel im Fitnessstudio gemacht und habe da dann ein bisschen meinen Körper gekräftigt. Vielleicht hat mir das auch ein wenig was gebracht, werden wir jetzt in der Saison noch sehen. Ich werde natürlich versuchen, weiterhin da jetzt noch ein bisschen was zu machen, auch im Fitnessstudio, aber natürlich erstmal Priorität weiterhin noch jetzt aufs Tischtennis legen. So, das Spiel hier am Freitag ging 3:2 für mich aus. Ich habe die Woche eigentlich immer knappe Spiele gut gewonnen. Und hier sehen wir uns jetzt auch schon das erste Spiel an. Das war am Samstag, Herren, erste Kreisklasse. Wir haben leider eine richtige Klatsche bekommen, 9:1 grundsätzlich. Und ich habe selber mein Spiel auch 3:0 verloren. Ihr werdet auch gleich noch sehen, woran es lag. Wir sehen uns, wie gesagt, den ganzen Satz einfach mal an. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass es meist daran lag, dass ich zu gierig war, wie jetzt, also dass ich einmal nicht konzentriert durchgezogen habe und dass der Gegner mir wirklich tief in meine Vorhand gespielt hat, ich da dann teilweise die Bälle zwar gut angezogen habe, aber einen direkten Block in meinen Rückhand bekommen habe. Und er war natürlich Linkshänder, genau da musste ich natürlich auch nochmal vermehrt darauf achten, was ich das ein oder andere Mal leider nicht so gut umsetzen konnte. Und wie immer meine Lieblingshalle, leider werde ich jetzt meine fast alle Jugendspiele nur noch in dieser Halle haben, bis auf eins. Und ja, das war natürlich Ironie, denn diese Halle ist einfach absolut rutschig und man muss eigentlich fast nach jedem Ball am besten zu seinem Tuch gehen und sich die Füße nass machen, damit man wieder besseren Grip hat. Man sieht natürlich auch, mein Gegner macht leichte Fehler, wenn er mit der Rückhand angreifen wollte, weil er da auch dann teilweise zu gierig war. Oder jetzt auch hier Vorhand. Manchmal versuche ich auch die Leute ein bisschen zu locken. In der Klasse funktioniert das dann manchmal noch, dass sie dann halt selber ihre Fehler macht. Aber hier sieht man es, ja, gut angezogen. Und ich hatte dann Probleme, den zurückzublocken, was natürlich eigentlich nicht passieren darf. Oder auch hier seine Angabe. Ja, das waren dann wieder so kleine Fehler, wo ich Probleme hatte. Und da, das meine ich, da habe ich zwar jetzt mal gut vorn angezogen und dann auch in die Rückhand gegangen und Rückhand zurückgezogen. Aber das war jetzt einer von, sagen wir mal, 20 Bällen, die funktioniert haben dann, so wie ich es mir auch vorgestellt habe. Und auch hier hat mich wirklich vermehrt auf der Rückhand angespielt. Dann wieder Probleme gehabt anzuziehen. Also wenn ich versuchen wollte, zu laufen, dann war ich teilweise zu langsam. Und wenn ich in die Vorhand gehen musste, dann habe ich da die Bälle zwar meist gut anziehen können oder hochreißen können, hatte aber dann Probleme in der Rückhand. So sieht man zum Beispiel vorhand wieder gut angezogen und er blockt mir dann in meiner Rückhand. Und da hatte ich dann Probleme, den zweiten nachzuziehen. Also, ja, muss man halt eigentlich beim Training mal vermehrt nochmal Kombinationen spielen mit Vorhandangriff beziehungsweise Vorhand-Topspin und Rückhand danach ziehen oder Vorhand nur ein Konter oder halt zurückschupfen und dann Rückhand Angriff zurück. Da, ihr seht das, ich habe versucht, da mit der Rückhand den Meistern den letzten noch zu machen, aber leider sind alle drüber gegangen und es ist mir eigentlich viel zu spät erst aufgefallen, wie seine Taktik war. Da hat erster gut wieder angezogen mit der Vorhand, mit schönem Spin von unten rausgeholt und dann, ja. Gut, ich denke, das war aber genug erstmal zum Spiel von Samstag. Wir kommen jetzt zum Jugendspiel vom Sonntag. Ja, ich bin ja jetzt im hinteren Parkkreuz aufgestellt und ich glaube, das wird mir mal ganz gut tun. Punktetechnisch ging das jetzt sogar, glaube ich, gar nicht anders. Dementsprechend musste man mich jetzt an 4 melden. Aber ist gar nicht mal so schlecht, weil dann komme ich jetzt erstmal wieder ein paar schwächere, ist jetzt übertrieben, aber vielleicht etwas qualitativ schlechtere, was den Spin angeht. Also spielen können die natürlich selbstverständlich alle, aber man merkt dann, das sind teilweise noch Nuancen, die dann besser sind vom oberen Parkkreuz zum
zum unteren Parkkreuz. Und wir sehen hier gerade den ersten Satz. 8-3 stand es da gerade für mich, wenn ich es richtig gesehen habe. Also der erste Satz lief eigentlich mal zu Beginn gar nicht so verkehrt. Und dann war ich wieder unkonzentriert. Er konnte sein Spiel durchmachen und war natürlich teilweise ärgerlich, weil ich dann wieder unkonzentriert war, bestimmte Kleinigkeiten falsch gemacht habe, ins Netz geschupft habe, die Angabe nicht richtig gelesen habe, meine Angabe ein bisschen schlecht gemacht habe und teilweise auch zu langsam war. Wir sehen das jetzt, es steht 7-7, also eigentlich nur alles offen, dann den ersten gut angezogen, er blockt zurück und dann den zweiten ist ärgerlich, der muss sofort kommen. Und da wir schupfen auch wirklich wieder so hoch und das da drüber zu ziehen geht gar nicht, den hätte ich anziehen müssen. Da, erster wieder gut angezogen. Wurde nicht zurückgeblockt, top. So, da war ich ein bisschen zu gierig. 10-8. Ich denke, komm, ist egal, alles noch offen, kann man noch schaffen. So, 10-8, wie gesagt, für den Gegner. Ich ziehe den gut an, blocke zurück und er zieht drüber. Super gemacht, 10-9. Nochmal wieder eine Angabe, ein bisschen hin und her schupfen und er schupft ins Netz. 10-10. Schaut es euch jetzt an, ich mache eine sehr kurze Unterschnittangabe. Und er bringt sie mir im Netz zurück. Ein bisschen mehr Unterschied von mir und er wäre im Netz von ihm gelandet. Aber so ist das nun mal. Und wir schauen uns jetzt an, wie das Ganze weitergeht. Und zwar 11-10 jetzt für den Gegner und ärgerlich. Also, dass ich da den Ball nicht normal ziehe, naja. So, wir schauen uns jetzt ganz kurz das Einspielen an. Ich kann euch trotzdem sagen zu dem anderen Spiel, dass ich das Spiel dann noch rumgedreht habe. Also, ich habe aus dem Spiel ein 3-2 gemacht und wir schauen uns jetzt einfach mal mein letztes Spiel an. Zumindest da auch den ersten Satz. Wir sehen hier das Einspielen wieder top. Stehe ich weit hinten, spiele ganz weich einfach an und da läuft das dann auch. Und zack. Mein Gegner hier, das war jetzt die Nummer 4. Ich selber an 4, das heißt Nummer 4 gegen Nummer 4. Und da gut zurückgeblockt. Also es ist ja nicht so, dass ich total unsicher bin. Nur manchmal mache ich halt noch so dumme Fehler, wie ins Netz spielen. Und jetzt sieht man auch, klar, der Gegner bringt auch gerne mal meine Angaben ins Netz zurück. Zieht aber auch mal gut einen Gegenschön in meine Vorhand rein. Da von mir gut angezogen, geflippt und dann mit dem dritten wieder Rückhand Probleme gehabt. Oder auch hier wieder mit dem Blocken. Das heißt, vermehrt muss ich auf jeden Fall den Block trainieren. Und dass ich, wenn ich den ersten Vorhand gespielt habe, auch gut und gerne mal, wenn er dann in die Rückhand zurückkomme, mit der Rückhand das spiele. Was mir auch in dem ersten Satz aufgefallen ist in diesem Spiel, ist, dass ich zum Beispiel gerade viel zu weit hinten war und viel weiter nach vorne gehen müsste. Weil mein Spiel ist eigentlich vorne offensiv und nicht irgendwas hinten oder auf Mitteldistanz und hast du nicht gesehen. Vorne schupfen. Zurück einen Schub bekommen, umlaufen oder mit Rückhand dann anreißen, vorn sowieso mit vorn angreifen und gut ist. Klar, wenn ich anziehe, zieht er auch gut gegen und das hat er auch in den ersten zwei Sätzen gut gemacht und man sieht das auch hier, wenn ich immer auf die Vorhand den zu lange gelegt habe oder zu hoch gelegt habe, ging das schon. Da bin ich jetzt wieder zu gierig, es steht 10-7 für ihn und auch den zieht er fast gut, also das waren auch nur Nuancen, weshalb er den auch drüber gepackt hat. Da, super geiler Rückhandball, 10-9. Für den Gegner. Und da dann wieder so eine kleine Nuance, weshalb ich den dann wegpacke, ist halt schon ärgerlich. Wir sehen uns jetzt mal den zweiten Satz noch an. Und zwar habe ich da nämlich einen Ball richtig auf die Finger bekommen. Und da sieht man es auch nochmal meinen Gesichtsausdruck. Ich hatte so unglaubliche Schmerzen in dem zweiten Satz, konnte mich deshalb auch nicht wirklich konzentrieren. Was mich natürlich echt ziemlich geärgert hat. Und da sieht man das Netz trotzdem gut geblockt. Aber man sieht auch hier wieder 9-6. Klar, jetzt spiele ich da auch mal eine Bombe gut durch. Und wenn die kommt, dann ist das auch ein Punkt. Aber jetzt zum Beispiel der gerade. Absolut zu aggressiv. Und man sieht das da, ich halte mir die Finger, ich bin voller Aggression, schmeiß den Schläger auch auf den Tisch. Und das kann ich euch auch gerne zeigen. Ich stehe da auch zu, dass ich das ein oder andere Mal wirklich mental noch nicht stark genug bin im Spiel, wo ich auf jeden Fall noch dran arbeiten muss. So, jetzt zum Ende des Videos erstmal danke fürs Zuschauen. Wichtiger Hinweis, ab jetzt sollten eigentlich wieder stetig Montagsvideos kommen. Entweder ein paar neue Übungen, die ich euch vorstelle, also entweder wirklich nur vom Training, vielleicht ein paar Videos von meinen wirklichen Spielen. Wichtig noch zu sagen ist, ich habe mir jetzt von Bojan Besinger, ich habe mal einen Link zu ihm in die Videobeschreibung gepackt. Ich habe mir jetzt von ihm sein Coaching gekauft. Also es ist kein Product Placement, ich habe mir das wirklich aus freien Stücken gekauft und er macht wirklich gute Arbeit. Also ich bin jetzt mal gespannt, wie das Ganze läuft. Bis jetzt bin ich aber sehr zufrieden und ja, schaut mir wirklich gerne bei ihm vorbei. Ist ein korrekter Typ. Vielleicht wird in Zukunft auch mal ein bisschen mehr noch mit ihm zusammenkommen. Vorausgesetzt, er hat Lust
heißt, ich hätte auf jeden Fall Interesse daran. Und sonst würde ich sagen, war es das auch schon mit dem, ja, etwas längeren Video heute. Und ja, dann, ich bin wieder motiviert. Auch, wie gesagt, zu dem letzten Spiel. Ich habe es auch noch 3-2 geholt nach einem 2-0. Also, ich bin wirklich sehr motiviert nach diesem Wochenende, nach diesen knappen Spielen, die ich endlich mal wieder für mich entscheiden konnte. Gut, Leute, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Gerne konstruktive Kritik, vielleicht Übungen, mit denen ich meine Probleme verbessern kann. Oder wie ich meine Videos noch optimieren kann und so weiter und so fort. Sonst wünsche ich euch jetzt erstmal eine wundervolle Woche. Viel Spaß beim Training. Wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche Montag wieder. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Ciao, ciao.